Deine Bewährungshelferin ist hier und die muss einen Drogentest mit dir machen. Was? Herr Hammerschmidt, alles okay? Stevie? Hey, Stevie. Du Scheiße. Alles okay? Hallo? Willst du mich verarschen, Junge? Willst du mich verarschen? Wie siehst du aus? Ich mach mir die ganze Scheißnacht Sorgen und du kommst hier so zugeballert an? Guck mal, wie du aussiehst. Ist das dein verf***ter Scheiß Ernst? Hallo, ich rede mit dir. Ey, ich rede mit dir. Ich bring nichts mehr. Der muss jetzt mal klarkommen. Soll ich mal richtig ausrasten? Ja. Soll ich mal richtig ausrasten? Nein. Ja. Das ist gegen unsere Abmachung. Wir hatten einen scheiß Deal. Er kommt hier an, ich mach mir die ganze Scheißnacht Sorgen und der ist komplett zugedröhnt vom Fuß bis zur Dachkante. Das war's für mich. Das war's für mich. Diskutier da auch nicht weiter rum. Er kann seine Koffer packen, wenn er wieder fit ist und dann kann er hier ausziehen. Clea, das können wir nicht regeln. Das nein, ich regel da gar nichts. Nein, ich regel da gar nichts. Du kannst ihm noch eine zweite Chance geben. Nein, es tut mir auch leid für dich. Ich weiß, ihr liebt euch, ist alles schön. Aber das ist für mich durch. Ich werde für ihn nichts mehr machen. Ich werde für ihn keine Haftung mehr übernehmen. Gar nichts. Er kann gehen und kann machen, was er will. Why you look so anxious? Didn't you wanna be free? Entschuldigung, kann ich Ihnen irgendwie weiterhelfen? Ich suche Stevie Hammerschmidt. Wohnt er nicht hier? Sie sind? Ich bin die Bewährungshelferin Alexandra Deckert. Okay. Ich muss mit ihm einen Drogentest machen, aber es macht keiner auf. Ach so, ich glaube, der schläft noch. Ich bin die Schwester, aber ja, er wohnt hier. Okay, um die Uhrzeit? Ja, der hatte gestern Nachtschicht, deswegen entwendete bei uns im Laden, wo er arbeitet. Ah, okay. Ja. Aber wissen Sie was, ist gar kein Problem. Kommen Sie doch einfach mit rein, mein Mitbewohner macht Ihnen Kaffee, dann können Sie sich kurz in die Küche setzen. Gerne. Ich schmeiß meinen Bruder auf. Okay. Ich würde gerne reinkommen. Und bitte nach Ihnen. Bitte mitkommen. Dankeschön. Einfach hinterhergeben. Ich werde hier Platz nehmen, ich mache Ihnen einen Kaffee. Komm, wir kommen sofort. Hey, steh auf, wach auf, wach auf. Schlecht. Ist mir scheißegal, Mann. Stevie, wir haben ein richtig fettes Problem. Du verstehst das nicht. Deine Bewährungshelferin ist hier und die muss einen Drogentest mit dir machen. Was? Ja, was? Scheiße, Lea, das geht nicht. Ach, was du nicht sagst. Mann, ich hab letzte Nacht... Ja, scheißegal, was letzte Nacht war. Das jetzt hier, das ist ein Problem. Was soll ich denn jetzt machen? Trink das aus. Komplett. Trink einfach alles aus. Du musst fit werden, irgendwie frisch werden. Los. Fuck, Lea. Scheiße, kannst du mir aber verraten, was ich jetzt machen soll? Nee, kann ich nicht. Aber das hättest du dir vielleicht vor der ganzen Scheiße, die du gebaut hast, überlegen sollen. Ich kann auf gar keinen Fall meinen Urin abgeben. Ja? Die stecken mich sofort wieder in den Knast. Ach, was du nicht sagst, dann erklär mir mal, wo wir auf die Schnelle so schnell Fremdurin herkriegen sollen, hä? Paco ist draußen bei der Bewährungshelferin, den kann ich nicht anhauen und mein Urin geht nicht. Warum geht dein Urin nicht? Kann man feststellen, ob das von einem Mann oder einer Frau ist? Ist doch scheißegal, oder? Keine Ahnung, darum geht's auch gar nicht. Ich bin keine Urologin, aber Fakt ist, dass ich zwischendurch manchmal schon noch Psychopharmaka nehme und man kann es sicher, mit Sicherheit, kann man das noch nachweisen. Fuck, es bringt dir nichts. So, Frau Deckert, der Kaffee läuft gerade schon durch, aber Sie müssen sich gar keine Sorge machen, Stevie macht sich gerade fertig und der hat sich super bei uns hier eingelebt. Und bei der Arbeit ist er auch ein super Mitarbeiter, der ist richtig fleißig und wir sind alle hier nicht nur ein Team, sondern auch eine Familie. Ich komme gleich wieder. Hi, magst du ganz kurz mitkommen? Ja. Lilly, vielen Dank für deinen spontanen Einsatz. Mhm. Aber was ist denn los? Das ist die Bewährungshelferin von Stevie. Okay. Und sie möchte gerade einen Drogentest machen. Deswegen. Ja! Ja. Deswegen müssen wir sie hier im Prinzip aufhalten. Sie? Ja, für sie. Ja. Also, das ist ja alles gut und nett, aber ich muss jetzt so langsam los. Ich habe noch andere Termine. Ja, verständlich. Das Essen jetzt kommt. Ich habe eine Lieferung für Sie an, oder? Schaut oh, danke. Ich, lecker, ich möchte wirklich nichts. Mal keine Ahnung, ich weiß nicht, ja, was man machen können wir nicht irgendwie einen scheiß Tee kochen oder so? Ja, und was für einen Tee soll ich jetzt haben? Soll ich einen Wunderheiltee in der Küche haben oder was? Ich hab keine Ahnung. Oh, fuck. Ich weiß nur, dass deine tolle Bewährungshelferin langsam ungeduldig wird und wir ein richtiges Scheißproblem haben. So, weißt du was, ich hab keinen Bock mehr. Ich büge den Fehler aus, ich hab ihn schließlich begangen. Ja, ich stehe jetzt dafür gerade. Wo ist der Herr?
Hammerschmidt. Das sind die köstlichsten der ganzen Stadt. Frau Deckert. Ja, Hammerschmidt. Oh Gott, es tut mir so leid. Ich habe geschlafen. Ich war letzte Nacht arbeiten, Nachtschicht. Und wenn ich schlafe, dann kriegt man mich einfach nicht mehr wach. Oh ja. Ich meine, das ist ja schön und gut, dass Sie arbeiten, aber ich warte jetzt die ganze Zeit. Also Sie müssen mir jetzt Urin abgeben. Sie müssen klar, einen Test machen. Mach ich. Okay, sehr gut. Entschuldigung. Gibt es jetzt einen Plan? Nein, natürlich nicht. Soll ich vielleicht das machen? Nein, ich muss das jetzt machen. Ich muss jetzt auch. Hey. Ich weiß ja, dass ich das gerne mache. Danke. Tschüss. Alles gut? Ey, was geht bei dir? Pinkel in die Flasche. Nein, Leute, bitte. Ich hab grad wirklich, ein ernsthaftes Problem. Bitte mach diese Flasche leer, pinkel da rein. Ich erkläre dir später alles. Wenn du das gemacht hast, geh bitte hinten zum Badezimmerfenster. Gib diese Flasche einfach da ab. Frag einfach nicht. Mach es bitte. Ich musste eh pinkeln. Danke, danke. Super, danke. Du bist der Beste. Und du bist irre. Nein, alles gut, nein. Also, kannst du mir bitte mal gerade eine Ecke... Paco, wo ist die Bewährungshelferin? Was? Sie ist vom Bad? Oh, scheiße. Egal. Pass auf, halt sie bitte einfach noch ein bisschen hin. Ich habe einen Plan. Wenn das hinhaut... Ja, mach einfach, okay? Bis gleich. Scheiße, es muss doch irgendwas geben. Oh, ich bin so am Arsch. Ja, ich bin gleich soweit. Ich habe nur ein bisschen Probleme beim Wasserlassen. Kleinen Moment. Oh, für die Verzögerung, aber ja. Hier ist meine Probe. Okay. Ja, ich habe halt einfach ein paar Probleme beim Wasserlassen nach dem Aufstehen. Okay, ich hoffe, dass wir darin nichts finden werden, Herr Hammerschmidt. Nee, werden Sie nicht, garantiert nicht. Ich bin ein neuer Mensch, wie gesagt. Ich habe mich geändert und wird alles gut sein. Und jetzt habe ich keine Ahnung, was abgeht. Ich weiß nicht, ob das geklappt hat. Das wird alles funktioniert haben, okay? Machen Sie es gut. Tschüss, schönen Tag noch. Tschüss. So. Ja, es hat ein bisschen länger gedauert, aber tut mir leid. Ich muss jetzt auch los. Ich habe noch einen neuen Termin. Ja. Okay, ich bin übrigens Leonie Teubert. Also wir wohnen alle in einer WG, aber ich habe es ganz wohl gefühlt. Ich bin Kevin Bocho. Okay, hallo. Ich muss los. Machen Sie es gut. Frau Decker, vielen Dank. Tschüss. Schönen Tag noch. So. Hat das geklappt? Ja. Gott. Du hast deinen Arsch gerettet. Danke. Ich hab dir nicht so den Arsch gerettet. Einmal wär's richtig gemacht, Kevin. Nee. Gerne, Mann. Hey, Babe, was willst du von mir gerade? Komm. Ach, geil. 1000 Tode bin ich gerade gestorben. 1000. Es wird alles gut. Ja, ich hoffe. Frau Deckert hat sich immer noch nicht gemeldet. Sie denken, wir sind total bescheuert, Mann. Wir haben uns verhalten wie so ein Affenzirkus, ey. Es war mega auffällig, ja. Was? Deckert ruft an. Hier, dann hin. Mach Lautsprecher. Hammerschmidt, hallo. Hallo, Hammerschmidt, hier ist die Frau Deckert. Ich wollte Ihnen nur kurz Bescheid geben wegen dem Schnelltest. Und zwar wollte ich sagen, der ist negativ ausgefallen. Ich bin auch sehr beeindruckt, weil Sie sind für einen Ex-Häftling, also bin ich wirklich sehr beeindruckt. Sie haben in kurzer Zeit einen Job gefunden, eine Unterkunft. Ihre WG-Mitbewohner sind wirklich sehr nett. Also ich habe bei Ihnen ein richtig gutes Gefühl. Wollte ich Ihnen nur kurz Bescheid geben. Ich muss jetzt auch weitermachen. Ich melde mich bei Ihnen, Herr Maschmann. Okay, vielen Dank. Tschüss. Ja, okay, tschüss. Ja. Sehr gut. Danke. Oh Gott, das freut mich so. Gebt ihr uns kurz eine Minute? Ja. Sowieso. Ja? Danke. Ich lasse mich doch nicht wegschicken. Ich glaube, ich sollte mich mal bei dir entschuldigen. Das tut mir echt leid und es war ein dummer Fehler. Ja. Und für deine Hilfe will ich mich echt bedanken. Ich habe sie eigentlich nicht verdient. Ne? Das hast du auch nicht, weil du richtig Scheiße gebaut hast. Und eigentlich war für mich klar, dass ich dich heute Morgen vor die Türe setze. Aber das war dein Freifahrtschein in den Knast, wenn das schief gegangen wäre. Ja, ich weiß. Es tut mir leid.
Katrina Warmo. Ich hab dich doch lieb. Ich dich auch. Für alles. Ja. Ich will einfach nur dein Bestes und ich will dich nicht verlieren, verdammt nochmal. Ich dich auch nicht. So eine Scheiße nicht mehr. Ja, versprochen. Gut, ich muss mich umziehen. Ich hab so Stress. Warte kurz. Was? Ich wollte nachher nochmal zu unserem Vater ins Haus. Ich habe eine Entrüppelungsfirma beauftragt. Okay. Und willst du vielleicht nochmal mitkommen? Können wir gucken, ob wir noch ein paar Sachen finden, die wir behalten wollen. Vielleicht ist ja hier irgendwas Wertvolles. Warum nicht? Ja? Ja. Oh, cool. Für dich mach ich das gerne. Freue mich. Jo. Was ist das? Oh mein Gott, ich flipp aus. Das sind Bilder, die ich im Kindergarten gemalt habe. Oh, krass, jetzt wird mir gerade erstmal klar, wie sehr ich ihn in meinen Kinderjahren vergöttert habe. Meinen Papa. Oh. Der ist nicht mal ein paar Monate alt. Die Clubbesitzerin von Vanity. Und hier, das hier. Schau mal, war ich ihm doch nicht komplett egal. Ja, ich verstehe das nicht. Wieso hat er mein Leben die ganzen Jahre über so intensiv verfolgt und er hat sich nie bei mir gemeldet? Angst? Weiß ich nicht. Ich habe nie irgendwas von ihm gehört oder... Ich schon irgendwie so ein bisschen, aber nur, dass ich irgendwie die letzte Chance irgendwie nicht ergriffen habe, mit ihm nochmal zu sprechen. Ich hätte mich vielleicht schon irgendwie interessiert, was er mir zu sagen gehabt hätte. Nicht weinen. Nee, ich brauche auch nicht weinen, weil ehrlich gesagt, ich möchte das Zeug überhaupt nicht. Warte mal. Willst du das wirklich wegschmeißen? Ja, möchte ich. Weißt du, Stevie, die ganzen Jahre über hat mich alleine gelassen. Er hat mich meinem Schicksal überlassen. Ich habe nicht mal eine Geburtstags- oder eine Weihnachtskarte von ihm bekommen. Gar nichts. Er hat sich die Jahre trotzdem nicht für mich interessiert. Und nur weil er diese paar Sachen jetzt behalten hat, heißt das nicht, dass das irgendwas an meiner Meinung ändert. So, Fakt ist, das ist für mich Vergangenheit. Das möchte ich nicht haben. Das hier, das ist meine Zukunft. Wir beide. Dieses Foto möchte ich behalten, weil du meine Familie bist und es auch bleibst. Ja. Vielleicht Anstoß? Anstoß? Ja, okay, ich meine, die letzten Tage waren hart, unser Vater ist gestorben. Aber nochmal, um das alte Kapitel abzuschließen. Ich meine, war nicht alles Kacke, was er gemacht hat. Ich meine, schließlich hat er uns beide gezeugt. Ja, immerhin. Und bevor wir ins neue Kapitel starten, würde ich gerne noch was loswerden. Und zwar wollte ich mich bei dir bedanken für all das, was du für mich getan hast. Du hast mir ein Zuhause gegeben, warst immer für mich da, wie du für mich eingestanden bist. Und auch an euch, weil ohne euch wäre ich nicht hier. Ihr habt alle dazu beigetragen, mir ein Zuhause zu geben und mir das zu ermöglichen. Und dafür bin ich echt dankbar. Wir sind halt ein geiler Hof. Ja. Ihr seid echt die Tollsten. Dank euch weiß ich, wie sich eine Familie anfühlt. Babe, du bist jetzt zu Hause. Mach dir keine Sorgen. Ich kann das nicht. Ich will da nicht immer wieder die ganze Zeit dran herum. Es wird immer wieder mit einer Konfrontation gesetzt. Ich weiß, ich weiß. Fass mich auch nicht so an, Mann. Chill. Chill, bitte.